Ich meine, wenn Sie jetzt in Luxor wären, vor irgendeinem schönen Tempel, da hätten Sie jetzt aber nicht so viel Spaß. Nee. Haben Sie dieses Massaker in Luxor, haben Sie mitgekriegt? Das war ja schon... Diese Ayatollahs ist ja Wahnsinn, wie die mit den Gewehren einfach reingehalten. Man fragt sich immer, hatten die Schützen fest oder was ist da los? Nur jetzt kennen die natürlich kein RTL. Ja, rammeln, töten, lallen, das ist denen natürlich völlig fremd. Aber die müssen sich ja auch irgendwie abreagieren. Na gut, für die Betroffenen ist es immer bitter. Es waren ja Schweizer, unheimlich viele Schweizer. Die sind schon arm dran, die Schweizer, nicht da. Das ist ein kleines Land. Jetzt hatten die noch das Unglück der Swiss Air. Das ist für die ja ein kleiner Holocaust, sowas. Das ist schon bitter. Ja, ja, die Schweizer sind ja... Ich habe jetzt wieder so eine Nachricht gehört. Und wieder ein Unglück bei der Schweiz Air. Über Graubünden ist eine einmotorige Cessna genau auf einen Friedhof abgestürzt. Wir haben schon 250 Leichen geborgen. Die Suche geht weiter. Gerade im Lux hat man gesehen, die Schweizer sind so ein bisschen die Sharpings der Weltgeschichte. Ja. Bis sie ihren Arsch aus dem Kugelhagel kriegen, ist natürlich das meiste gelaufen. Ja, was machen die Männer mit dem Gewehr da? Hä? Das ist aber keine Folklore-Gruppe, oder? Da stand aber nichts von im Prospekt, oder? Was machen die mit dem Gewehr? Hä? Na klar, schiessen, klar. Schiessen auf wem? Was auf uns? Ja, holla, holla, holla. Da wird's jetzt aber brisant, hä? Was machen wir da, Herr Reiseleiter? Noch schnell ein Foto und dann... Dann ist es natürlich gelaufen. Für die Betroffenen sicherlich bitte, aber... Lobby, Spaß muss sein. Nein, Spaß muss sein. Das sage ich jetzt mal. Sage ich jetzt mal als erfahrener Sozialminister. Wir müssen unsere Rentenkasse schonen. Drum Rentner, fahrt ins Land der Pharaonen. Ja, macht eine Butterfahrt zum Nil. Der ICE bringt euch ans Ziel. Anstatt zum Ballermann, fahrt ihr zum Allermann. Ich sag immer, was nicht tut vor einem Dimpel, es ist Heinz Schenk mit seinem Bimbel. Spaß muss sein.